Hallo liebe Hunde, Freunde, ist wieder der Jens vom Mensch- und Hundzentrum und ich habe euch ja versprochen, ich werde euch ein paar Sachen mit der Elsa zeigen. Jetzt habe ich natürlich gleich die Wohnung dazu genutzt, um euch dann eine Aufnahme darüber zu machen. Und das, ich hatte euch in dem vorgehenden Video ein Beispiel eben mit der Tür gezeigt, ja, wie ich die Tür öffne und ich möchte euch jetzt einfach zeigen, wie Elsa darauf reagiert. Ja? Ich kann es nicht sagen, es könnte auch sein, dass sie gleich reinstürmt. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Gelerntes. Ich öffne die Tür. Ja, sie steht da. Ihr könnt es sehen. Aber ich stelle mich auch frontal und sage hier, das Anfassen, über Bestätigen, das ist völlig okay. Jetzt kann ich die Tür wieder schließen. Ich öffne die Tür wieder und gehe jetzt zur Seite. Und wer es sehen kann, zieht die Augen rüber, das war jetzt mein Fehler, durch die Türbewegung, kann ich sie einladen. Okay, und schon kommt sie rein. Ja, aber das Wichtige dabei, was ihr jetzt vielleicht gerade gesehen habt, war wirklich eben dieser Blickkontakt. Sekunde ist vorneweg nicht, ist hier, vielleicht seht ihr einer, der zoomt mal ran, sie bewegt nur die Augen ganz leicht nach oben. Die bewegt